Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute so ein bisschen meine Essentials vorstellen. Also was ich so in meinem Abnehmprozess regelmäßig benutzen werde. Natürlich spielt da Information eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen habe ich relativ viele Bücher gelesen. Natürlich auch, wenn es um Rezepte geht, was ganz, ganz wichtig ist. Da würde ich euch einfach mal meinen Buchkanal unten in der Infobox verlinken, sowie ein paar Videos zu Büchern, die ich in letzter Zeit neu gekauft habe. Da könnt ihr euch das alles mal ansehen, gerade auch dann aussuchen, was euch vielleicht interessiert. Was ich euch sehr empfehlen kann, sind die Chia-Bücher. Dann gibt es natürlich noch verschiedene YouTube-Kanäle, wo ich mich informiere über gesunde Ernährung, zum Beispiel über Sportmythen, aber wo ich auch die Sportvideos nutze. Und auch die würde ich euch einfach mal in die Infobox packen. Da ist natürlich ganz vorne mit dabei Anne von Bodykiss. Die schaue ich schon seit Jahren und mache ihre HIIT-Videos sehr, 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 sehr gerne. Also HIIT, das ist so mein Sport. Und das ist, glaube ich, der Sport für Mütter, wirklich. Es ist prädestiniert dafür, dass wir das tun, weil so eine Einheit geht so 15 bis 20 Minuten. Und diese Zeit kann man, muss man sogar auch für sich erübrigen am Tag, weil man braucht einfach diese Auszeit. Man braucht wirklich mal eine halbe Stunde für sich. Ich hatte das die letzten Tage manchmal nicht, dass ich wirklich keine halbe Stunde für mich am Tag hatte. Und das habe ich gemerkt, hat extrem an mir gezerrt. Und das muss man sich einfach nehmen. Und das, ja, möchte ich auch, will ich auch. Und da wird Manu mich auch dabei unterstützen. Also wie gesagt, wenn ihr da noch ein paar YouTube-Kanäle sucht, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ich bin natürlich gerne offen für eure Vorschläge. Welchen Fitness-YouTuber ihr gerne schaut, dann schreibt mir das mal unbedingt unten in die Kommentare. Ja, was so das Sportliche anbelangt, bin ich gar nicht so mega ausgestattet. Obwohl ich immer denke, ach, das könntest du kaufen und das und das und das. Aber es hat auch einfach was mit Platzmangel zu tun. Also was ich habe, sind Sportschuhe natürlich. Also auch wenn ich nur zu Hause drin trainiere, brauche ich gutes Schuhwerk. Also ich trainiere nie barfuß oder in Socken. Deswegen Turnschuhe. Dann habe ich 2 Kilo Hanteln da. Wirklich auch nur 2 Kilo. Ich habe nicht irgendwie noch mehr. Ich habe diese 2 Kilo. Obwohl ich schon immer mal überlegt habe, mir Kettleballs zuzulegen. Aber wie gesagt, das ist einfach auch ein Platzproblem. Dann habe ich natürlich eine Fitnessmatte, Yogamatte, wie auch immer, wo ich meinen Sport drauf mache. Und das sind so, sag ich mal, die wichtigsten 3 Dinge, die man haben sollte. Was ich noch habe, ist eine Foam Roll, eine Faszienrolle. Die habe ich mir jetzt erst kürzlich zugelegt. Ich kann euch da mal einen Link unten in die Infobox setzen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Vor allen Dingen wegen meiner Zellulite, die ich jetzt in der Schwangerschaft ganz, ganz stark bekommen habe. Also die habe ich noch. Und ich habe für draußen für das Training einen Schlingentrainer. Auch da kann ich euch mal was rausholen und in die Infobox verlinken. Mit dem habe ich noch gar nicht so viel gemacht, weil ich den nur draußen nutzen kann, weil wir hier drinnen in der Wohnung einfach nicht den Platz dafür haben. Den kann ich nur draußen benutzen. Das heißt, den kann ich auch nur nutzen, wenn es warm ist. Und wenn mir zu warm ist, dann hasse ich es, Sport zu treiben. Aber ich habe mir schon ganz, ganz viele tolle Videos rausgesucht, die ich jetzt unbedingt mit dem Schlingentrainer machen möchte. Da werde ich auch mal dann ein bisschen was dazu erzählen und vielleicht auch mal ein bisschen was filmen. Genau, das war es eigentlich. Mehr habe ich so an Sportgeräten, habe ich eigentlich gar nicht. Dann, was die Ernährung anbelangt, gibt es so verschiedene Sachen, die ich seit Jahren einfach täglich oder mehrmals wöchentlich in meine Ernährung integriert habe. Ich bin jetzt niemand, ich halte keine strikte Diät, ich mache kein Low Carb, High Carb, irgendwie sowas. Ich mache das, was halt für mich passt. Und dazu gehören Haferflocken jeden Tag, Chiasamen gehören dazu. Leinsamen gehören dazu, Quark und Joghurt, also so, ne, Naturjoghurt, nicht irgendwie gepanschter, zuckriger Joghurt, gehören dazu, Eiweißbrot, Dinkelnudeln, dann benutze ich, also dann esse ich kein Nutella mehr, sondern einen Aufstrich aus dunkler Schokolade, den bekommt ihr zum Beispiel beim DM. Ich esse keine Butter, sondern nutze da Frischkäse. Statt diesem normalen Öl, was man sonst zum Braten nimmt, nehme ich zum Beispiel Kokosöl. Also all diese Kleinigkeiten, wo man mal was ersetzen kann, was dann schon ein bisschen was bringt. Ja, das war's. Dann habe ich natürlich auch immer irgendwas zu knabbern zu Hause. Weil nichts ist schlimmer als Heißhunger. Und ich finde, Süßes sollte man sich auch gönnen. Und da gibt es ja aber tolle Alternativen. Ich mache mir da gerne zum Beispiel mal einen Chia-Pudding.
Oder ich habe, wenn ich Schokolade esse, dann dunkle Schokolade. Und dann darf es auch gerne mal ein bisschen teurere Schokolade sein. Denn wenn ich weiß, was ich für diese Schokolade bezahlt habe, dann genieße ich das gleich noch viel, viel mehr. Und ich finde, von dunkler Schokolade isst man auch nicht so viel wie zum Beispiel von Vollmilchschokolade. Dann Salzstangen gibt es eigentlich immer bei uns zu Hause, schon weil Manu und Vince die auch gerne essen und weil das eine gute Alternative zu Chips ist. Wenn Chips, dann Gemüsechips oder zeige ich euch auch gleich noch. Ich habe so, zeige ich euch gleich noch andere Chips gefunden, die ich jetzt da habe. Nüsse, also Studentenfutter habe ich auch immer da. Das sind so die Sachen zum Snacken für zwischendurch. Wie gesagt, wenn Joghurt, dann eigentlich nicht den, den man so im Supermarkt mit ganz viel Zucker zu kaufen kriegt, sondern ganz normalen Alpro Naturjoghurt. Und dann mache ich mir den selber mit ein bisschen Honig und dann frischem Obst rein und das schmeckt tausendmal besser eigentlich. Genau, das ist so, was ich ernährungstechnisch zurzeit mache. Ich weiß, da gibt es noch viel, was man verbessern könnte. Ich könnte noch wesentlich weniger Fleisch und solche Sachen, glaube ich, zu mir nehmen. Aber ich muss mich auch damit wohlfühlen und ich muss das auch auf lange Sicht durchziehen können. Deswegen, das sind so die kleinen Dinge, die ich auch immer vorrätig auch wirklich da habe, weil ich die wirklich täglich oder mehrmals die Woche auch esse. Trinken eigentlich nur Wasser, ganz, ganz selten mal Tee. Und bei Tee, da trinke ich dann täglich eine Tasse Brennnesseltee. So ein bisschen zum Entschlacken und zum Entwässern. Und ja, ansonsten wirklich nur Wasser. Milch natürlich ab und an. Genau, so sieht es aus. Das sind so meine, was ich halt immer da habe, was ich immer nutze. Wie gesagt, schaut mal in die Infobox, da würde ich euch jetzt noch ganz, ganz viel verlinken. Also meine Sportgeräte, die ich habe, dann YouTube-Kanäle, die ich euch empfehle und ein paar Büchervideos würde ich euch auch drunter verlinken. Und da könnt ihr mal so ein bisschen reinschauen. Und ich freue mich jetzt auf eure Tipps, was ihr mir empfehlen könnt, was ich eurer Meinung nach vielleicht mal, was ich mal für ein Video schauen sollte, über welches Nahrungsmittel ich mich mal informieren sollte. Schreibt mir das einfach alles in die Kommentare oder welches Sportgerät ich unbedingt noch brauche. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ich war gerade bei Rossmann einkaufen. Eigentlich brauchte ich Windeln, aber diese Woche war auch Enerbio im Angebot. Und ja, da hole ich mir immer mal was. Also ich hole mir auch sonst bei Enerbio relativ regelmäßig Sachen. Und zwar hole ich mir immer dieses Dinkel-Crunchy. Da hole ich mir auch immer die große Packung. Das benutze ich ja für mein Müsli früh morgens. Dann das probiere ich neu aus. Soja-Dessert, dunkle Schokolade. Also ich mag ja dunkle Schokolade sehr, sehr gerne. Und das ist ja meine Alternative zur normalen Schokolade. Wir können ja mal auf die Werte gucken. Also hier hat so eine Portion 116 Kalorien. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann hole ich mir auch immer die Gemüsechips im Rossmann, wenn es die denn bei uns gibt. Die sind immer sehr schnell vergriffen. Deswegen habe ich mir auch gleich zwei Packungen mitgenommen. Die hatte ich auch schon mal. Die Mini-Maiswaffeln, Tomate und Basilikum. Die wollte ich mir für den Urlaub aufheben. Da wollte ich die mitnehmen. Und das beides wollte ich auch im Urlaub mitnehmen, für zwischendurch einfach so. Das hier ist eine Multifrucht-Fruchtschnitte. Ja, das ist Vince. Und so ein Schoko-Knusperriegel. Genau, also das habe ich gerade von Enerbio geholt. Letztens habe ich bei Rewe, genau, im Rewe war es, so ein paar neue Sachen entdeckt und einiges war mir zu teuer. Das war es mir nicht wert auszugeben, gerade so bei den Müsli-Sachen. Aber die drei Dinger hier habe ich mitgenommen. Und zwar ist das von Eat Real, so ein Joghurt Coated Fruit and Nut Bar. Also für zwischendurch mal die Werte. Oh, das könnt ihr nicht sehen. Moment, muss ich mal gucken. Der hat jetzt 6 Gramm Fett und 165 Kalorien zum Beispiel. Dann, auf die hier bin ich mega gespannt. Und zwar sind das Quinoa Chips. Ich habe schon mal das ein oder andere mit Quinoa gemacht, aber noch nicht allzu viel. Vince isst übrigens Quinoa auch ganz, ganz gerne. Da bin ich halt, wie gesagt, auch schon gespannt. Da gab es verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier Sour Cream and Chiefs Flavor genommen. Und das ist auch übrigens von diesem Eat Real. Und das hier war die zweite Marke, die dort stand, und zwar Rosie's. Das ist so ein Shake. Und zwar ist der glutenfrei, bio und organic. Und zwar ist das die Geschmacksrichtung. Banane sind halt so 5 Stück drin und damit, das soll halt so für zwischendurch sein, wenn ich mal Hunger habe und eigentlich keine Mahlzeit ansteht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die drei Sachen.